So, die Medaillen kommen, dann sage ich schon mal an, und zwar auf dem dritten Platz im A-Finale C1 Terren Offen. In einer Zeit von 1 Minute kam Michael Novak. Eine Minute. Auf dem zweiten Platz mit 56,90 war Michael Zabau. Und ganz kurz davor mit einer Zeit von 56,79 kam Erik Lampe. So, dann sind auch nochmal die Ergebnisse vom B-Finale der K1 der Herren offen genannt. Das B-Finale hat gewonnen Holger Grebe. Der zweite wurde Peter Lüppel und als dritter kam ins Ziel Felix Trampau. Kommen wir zum A-Finale der Herren K1. Den dritten Platz belegte Uwe Prater in einer Zeit von 57,60. Den zweiten Platz belegte Björn Lüppel in einer Zeit von 55,91. Und den ersten Platz belegte Karl Fennett in 54,25. Ines, der ist die alten Männer hat mit Rente weg. Ja, das haben wir auch gespielt. Sag mal, Gold. Wir korrigieren hier noch etwas, und zwar zu den C1 der Herren offene Klasse. Da hatten wir auch eine junge und eine etwas ältere Wertung, also getrennte Wertung gemacht. Die haben wir jetzt hier gerade nicht berücksichtigt, das wollen wir hiermit nachholen. In der etwas älteren Wertung. Die Alten, kannst du euch sagen! Der hat den dritten Platz Holger Grebe gemacht. Auf den zweiten Platz kam Jörg Ball. Und auf dem ersten Platz Bernd Töner. Ihr habt vom Alter noch nicht mit, wa? Ihr habt die Haare, schön. Ja, nee, noch nicht. Noch nicht. Bussi! So, das nächste Rennen, das sind die jüngsten, die K1-Schülerinnen. Da hat den dritten Platz belegt Lisa Vogel in 1 Minute 31. Den zweiten Platz Lisa Brocker mit 1,21. Und auf den ersten Platz kam Ann-Susanne Wendt in 1 Minute 14. Für unsere Kajakerinnen-Nachwuchs habe ich noch ein kleines quasi Leckerbissen mitgebracht. Letzte Woche hatte ich das Glück, Birgit Fischer kennenzulernen und habe mir von ihr auch ein paar Autogrammkarten geben lassen. Und auch für die anderen Mädels, die nicht platziert sind, wir können auch eine Autogrammkarte auf jeden Fall bekommen. Aber ihr seid jetzt die ersten drei, die dann auch noch eine Autogrammkarte bekommen. Applaus.
der Nachschub kommt an Medaillen her. Dann kommen wir auch zum nächsten Rennen. K2 Damen offen. Da waren 5 Boote am Start. Auf den dritten Platz kamen Paula Unger und Denise Carsten in einer Zeit von 1,15. Auf Platz 2 Tina Zachau und Anna Heinkel in 1,06. Und auf den ersten Platz Tina Paulik und Das nächste Rennen, der K4, der Herren. Da waren noch 2 Boote am Start, einmal vom KOK und einmal KG. Auf dem zweiten Platz kam das Team von KOK mit Otto, Greve, Löbert und Kanai. Jenny kam auf Platz 2 in 53 Sekunden und knapp davor auf Platz 1 das Team von der KAG, Guido Steitzer, Uwe Prater, Steffen Schreiber und Karl Finnen. In 52 Sekunden. Uwe, Uwe, komm wieder auf den Treppchen, Sonderwetter. Uwe, Uwe, oh! Den kenne ich. So kommen wir zum C2 der Schüler. Die waren 2 Boote am Start. Den zweiten Platz belegte Jan-Erik Thomas und Jonathan Brenner. Und den ersten Platz belegte Christoph Voss mit dem Vorabstand.